I would sacrifice a goat to Jeremiah Blackwell himself, if it meant I'd be leaving here in a month. Ich besorg die Ziege. Nein. So, rein da. Ich glaube, das war der Übergang. Anti-Drogen-Poster. Lustig. Oh, good. You're here. Hallo? Hallo, willkommen zurück bei Life is Strange oder so. Hä? I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to... Many a time, the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton! Sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. Arr. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite Rachel, as always. Mr. Keaton, yeah, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Ja, also grundsätzlich denke ich erstmal gar nicht. Aber, oh Gott, Alter. Also, ich habe es jetzt so verstanden, dass, wie gesagt, die sprechen halt miteinander. Und die Frau kommt so an, so, ja, ich will halt nur dich haben. Aber kurz, und zwar sagt sie das, obwohl sie weiß, dass der Mann halt jeden flach legt. So, Punkt. In meinem Falle wäre Miranda, keine Ahnung, Idiotin, weiß nicht. Also die Aussage von ihm hat gestimmt. Das sind ja die dramatischen Umstände und so. Das gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, es ist ein Theaterstück. Deswegen, es kann nur die wahre Liebe sein. Ach, weißt du was? Hier. Sometimes, when you meet someone who's going to change your life, you just know it, I guess. Also, you've got parents coming to see the show, right? At 20 bucks a ticket, it's gotta be true love. Sei hier. Wow. A romantic and a cynic. That actually kinda helps me. Thanks. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Unterstufe, yo. Hi, Rachel. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay. So, why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah. Sicher aus dem Haus, Mädchen. Okay. Okay. Get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? Pass auf, was du sagst. Es könnte noch ins andere Auge gehen. Kann ich rausgehen? Tschüss, Rachel. Total wortlos, ganz ehrlich. Wenn du keinen Bock hast zu gehen, dann sagst du einfach. Okay, Tempest war der Sturm. Tempest war ja das Festival, würde ich sagen, ne? Oh, hier gibt's noch eine Menge. In der Tasche soll der Gürtel sein, glaube ich. Was ist das denn? Ey,
Rachel Amber will suck as Prospera. If VC? Wofür steht VC? Für Chloe. My pants get lonely without my belt. Meine Hose ist auch einsam ohne dein Gürtel. Oh. Victoria Chase anscheinend. If Victoria Chase had any talent, maybe she would. What? Would have gotten the part. Oh ja, ich kann kein Englisch, ist mir egal. Talent? Is that what got Mr. Kate? Gosh, you slut. Alter, wie hieß? Das muss ich übermalen. RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it Drama Lab for nothing. Übermalen, kommentieren? Na, aber voll. What to say? What to say? Etwas verbittert, Flittchen anprangern. Ich prange es mal an. Malt sie da ein Flittchen hin? Slutshaming is so 2009. VC should know. Wow. Ich habe auch schon mal bessere Sprüche von dir gehört. Ein Computer! Oh, was ist das denn? Ein Stiftbälter. Oh, nice! Ich habe noch nie in meinem Leben Stiftbälter gesehen! Hey now. Sharing is caring. Ja, ich. Okay, ja. Stifte für den Inspizienten, niemanden sonst. Alias Depp. Oder Steve oder Steff, keine Ahnung. To Internet or not to Internet. Los auf Facebook! I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Wieso hat jeder das Bild auf? Ist das was Besonderes, dass wir mit Rachel Amber rumhängen? Oh, was? Hey, wo ist der Fall? Da ist der Fall. Zack. Rachel, Firewalk, nein, du siehst so scharf aus, wer ist süß in deinem Arm? Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Du hast das 3, wer ist Debra-Bogen? Ich glaube ja, das hatten wir schon. Das hatten wir definitiv schon. Why do theater kids take themselves so seriously? Hatten wir das schon? Nee, das hatten wir noch nicht. Das hatten wir definitiv noch nicht. Ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Elefant. Rachel Amber als Prospera. Rachel Amber, eine neue Schülerin der Blackwell Academy, beeindruckte in ihrem Vorsprechen mit einer herzzerreißenden Lesung von Blanche aus Tennessee, Williams Endstation Sehnsucht. Rachels andere Interessen umfassen Sport, das Debattierteam, Spendensammlung auf Bookster, lokale Geschichte und Natur. Sie hofft eines Tages auf den Bühnen von des Broadways und der Kinoleinwand in Hollywood zu stehen. Haben wir es auch schon? Nathan Prescott als Caliban. Nathan ist ein geliebter Sohn der ältesten und einflussreichsten Familie von Arcadia Bay und hofft, dass seine Vorstellung in der Sturm das Vermächtnis des Prescott-Namens an der Blackwell Academy noch erweitern wird. Die Darstellung von Caliban war eine Herausforderung für den Zehntklässler, der seine Freizeit mit Sport, Fotografie und seinen Freunden verbringt. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das schon hatten. Da bin ich jetzt raus. Also hier auf jeden Fall, das war bei uns zu Hause schon mal. Punkt. Ach komm, weißt du was? Dana Ward als Miranda. Oder Miranda. Miranda, glaube ich, ne? Dana ist in der 10. Klasse und trat im letzten Jahr in zwei anderen Produktionen an der Blackwell Academy auf. Dana mag Football, Forwards, Backwards, Social Media und Tanzen. Sie hofft in der 12. Klasse ein Mitglied des Vortex Clubs zu werden. Ich glaube, sie wurde sogar eins. Ja, mein Gedächtnis ist wie ein Elefant. Fett und lapprig. Hayden Jones als Ferdinand. Diese Aufführung markiert den Einstieg von Hayden Jones in die Theatergruppe der Blackwell Academy. Er sprach als Ergebnis einer Mutprobe vor und wie sich herausstellte, genießt er die Schauspielerei. Tatsächlich. Er ist im 10. Jahrgang und zu seinen Interessen zählen Sport, Kräuter und lange Spaziergänge im Wald. Alter, ist das irgendwie so eine Partnervermittlung? Alter, das ist im Internet. Dass er sich nicht schämt. Okay, das kam gerade dumm von mir. Aber so lange Spaziergänge im Wald. Und was machst du so gerne? Ja, ich bin Fußballer. Und du so? Ich mach lange Spaziergänge im Wald. Hauptsache im Wald. Wenn zum Beispiel am Strand oder so ist, nee, gar nicht. Stadt fällt komplett weg. Dschungel will ich auch nicht. Ein Dschungel ist kein Wald. Ey, das ist ein Poster. This poster definitely says something.
Ja, okay, das ist... Ich... Also, mit dieser Aussage hätte ich echt nichts voll... Requisiten? Das sind... Alter, wie viel ist hier? Ess und Teller. I guess the Prescott donation doesn't cover this. Hey. Oh, ein Schwert, ich will Schwert haben. I'd known acting meant getting to play with weapons. I totally would have auditioned for the Tempest. Ja, Mann. Ich bin gleich da, Welt. Should be life is drama. Entschuldigung. Drama is life. Ja, nee, andersrum. Life is drama. Drama, baby. Sweet collar, Pepe. Nice one. Ist hier noch irgendwas zum Gucken? Nee. Dann würde ich mal sagen, hol ich mal den Gürtel raus, ne? Und dann werde ich mir Rachel und Emma besuchen. Chloe! My pants get lonely without my belt. Die Hose wird gleich unnötig sein. That's the nicest backpack I've seen in my life. War das jetzt Sarkasmus oder ernst gemeint? Das ist kein Gürtel. So ja, der Typ auch, aber das interessiert dich ja nicht. Hallo, Gürtel. Langes. Rachel's belt. Guess I'll go give this to Rachel now. So. Also, wenn ich jetzt mit der wenn ich auf der Straße jemanden sagen würde, oh, was hast du so gemacht? Ich habe jemandem heute einen Gürtel gegeben. Da werden sie sich erstmal fragen, was stimmt mit mir nicht? Ach, hier gibt's auch noch Schneiderbüsten, habe ich gehört. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Anscheinend. So, eine Notiz. Sometimes you just gotta turn up the heat. Wo sind die ganzen Stifte? Ich weiß, dass du es warst, Hayden. Ja. Ich glaube, da hat jemand so einen leichten Fimmel für Stifte. Rachel Amber. Drama star and guardian angel. I still can't believe that was her last night. Glaub's ruhig. Graffiti. Psst. Schreibe leise. Heiligenschein für Rachel, Hörner für Nathan. Ich bin gebufft. Also, sie ist ja wirklich ein Engel, ne? Aber... Och, Nathan ist gar nicht so schlimm. Ich weiß ja, ich kenne ja seine ganze Geschichte. Komm, wir sind mal schnulzig, denn wir sind verliebt. Und wir geben ihr gleich erstmal den Gürtel. So rechts, links. Shakespeare ist mein Homebody, Alter. Mein Homebody, geil. Save my life. Get some ink. Wie ein schwarzer Heiligenschein, ja? Das kann man auch anders sehen, ne? So. Rachel! Hier ist auch eine Notiz? Hä? I'm gonna guess it's from Logan. Logan Gassu. Dana, du bist wunderschön. Willst du mit mir ausgehen? Ich find's super von durchgestrichene Logan. Rate wer. Ja, das habe ich auch dauernd gemacht, also jedes Mal. Ich habe mich immer gefragt, woher sie wussten, dass ich das bin. Coole Schneiderbüste. Rachel? Is this your belt? Yes! Thank you. Ach, weißt du was? Ich hab sie lange nicht mehr gesehen. Entschuldigung, das muss sein. Das wird Konsequenzen haben, Alter. Hä? Hätte ich einfach geworfen, hätte ich sie denn ab Kopf getroffen oder sowas? Das war ein cooles Kostüm. Nichts sagen?
Einfach nur spannen, nichts sagen. Ach Quatsch, ein bisschen reden. Wir sind Chloe Awesome Price. Wir wissen, was hier abgeht. I really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? Ich schulde dir was. Komm, nur diesen Gürtel. How about a belt instead? Perfect. I'll let you finish changing now. Auch ein hübscher Rücken kann entzücken. Chloe Price. Rachel Amber. Amber. Last night was amazing. Das höre ich öfters. Oh nein. Angriff werden, war umwerfen. Firewalk war echt cool, ja. Yeah. Na komm, warum so pessimistisch? Firewalk war... I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Das ist tiefsinnig. Wow, wie tiefsinnig. Ey, die Nacht sollte nie enden. Und sie tat es. Oder ich habe mich gefragt, warum sollte sie es tun? Vielleicht tut es. Das ist tiefsinnig. Oder vielleicht tut es das nicht. Also die Nacht wird nie enden. Jetzt sind wir gemeinsam da. Rachel Amber. Gemeinsam werden wir jede Nacht Firewalk. Uts. Maybe it doesn't have to end. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? Ist das ein Date? Komm, aber ja. Chloe hat immer eine Spruchauflage. Da ist so ein aber ja von wegen immer so, ja, ja, immer nur ja. Ich laufe hinterher und keine Ahnung was. Da, jetzt kommt erstmal ein Spruch. Ditch class. You mean it? Is that weird? No, it's awesome. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Ich bedeck dich gleich mit Make-up. Komm, ey, also der. Wenn sie mich mit meinen Pfeilchen nicht lieben lernt, dann lernt sie es auch so nicht. Ich glaube, Chloe hat sich ja, wie gesagt, echt ein bisschen verguckt, ne? Aber jetzt schon, das hat mich übrigens gewundert. Darum, komm, Chloe wird niemals sagen, ey, tolle Idee, Make-up, voll geil, stehe ich voll drauf. Deswegen, ja, niemals. Are you kidding? This is a badge of honor. Respect. Let's get the hell out of here. Endlich. Zu zweit schaffen wir alles. Rachel. Ja. You sure you don't want to just grab the bus or? Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Ach so, ist das geil. Leider gibt's hier sowas nicht. Well, what the hell am I getting into here? Rainer, Schnauze jetzt. Das ist das beste Gefühl. Einfach raufgucken, wo es einen hinführt. Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Nicht springen! Pull up a chair, Price. The view's amazing. Okay. Rachel wants me to pull up a chair. Maybe one of these crates.